die Füllung von unserem Dessert bereiten wir einen Mousse von weißer Schokolade zu. Haben wir jetzt hier auch wieder weiße Kuvertüre, etwas grob gehackt. Das Ganze stellen wir auch wieder auf einen Topf mit Wasser, bringen das zum Kochen und zum Schmelzen. Die nächste Zutat ist Sahne, die wir noch schlagen müssen. Dann etwas Amaretto und ein Ei und ein Eigelb. Wenn es jetzt alkoholfrei sein soll, sprich kinderfreundlich, dann kann man den Amaretto natürlich auch mit Amaretto-Sirup austauschen oder einen Haselnuss-Sirup oder den Sie gerade zu Hause haben. Die Rezeptur können Sie wunderbar nehmen für weiße Schokolade, für Vollmilchschokolade und für Zartbitterschokolade. Nur das Besondere bei Zartbitterschokolade ist, hier habe ich zwei Blatt Gelatine, die ich gleich in kaltem Wasser einweiche. Wenn Sie einen Zartbitterschokoladenmus machen, die gleiche Rezeptur nehmen, da können Sie aber die Blatt Gelatine weglassen. Die Blatt Gelatine, und dort kommt einfach nur ganz kaltes Wasser rauf. Weil das Besondere an dieser Blatt Gelatine ist, sie hat die herrliche Eigenschaft, dass sie schon ab 40 Grad anfängt sich aufzulösen. Deshalb sollte dieses Wasser mindestens unter 20 Grad kalt sein. Was immer sehr vorteilhaft ist, ist, wenn man eine runde Schüssel hat, wir sagen dazu Anschlagkessel, dort kann man die Massen immer wunderbar schön rühren, weil es keine Ecken und Kanten gibt. Wenn man das zu Hause nicht hat, geht aber auch jede andere Schüssel, die man praktisch auf einen Topf stellt, wo man auch wieder Wasserdampf erzeugt und man kann das Ganze rühren. Der Vorteil ist, dass wir über Wasserdampf kochen, die Hitze kommt gleichmäßig an die Schüssel, nicht zu stark, weil wenn man es direkt im kochenden Wasser machen würde, hätte man sofort ein süßes Rührei und das wollen wir verhindern. Und deshalb arbeiten wir mit Wasserdampf. Und dazu geben wir das Ei hinein und den Amaretto. Verrühren das Ganze schon mal leicht. Und bringen das hier zur Bindung. Wir sagen dazu, zur Rose auch abziehen. Das heißt, das Ei fängt an zu stocken ab 65 Grad. Wir wollen hier mindestens eine Temperatur von 85 Grad haben, dass es leicht gebunden ist. Das packe ich. Sorgt für eine gewisse Softigkeit, Cremigkeit, einen gewissen Schmelz und auch Bindung in dem Dessert. Und da muss man die Masse immer ständig in Bewegung halten. So schnell geht das. Die Schokolade schmelzen wir hier über den Wasserdampf. Wasserdampf zieht schön vorbei, aber es kommt kein Wasser rein, das ist immer gut. So, die Masse, das Eigelb und den Amaretto haben wir hier richtig schön der Rose abgezogen. Jetzt ist sie noch warm, diese Masse. Und jetzt nehmen wir ganz einfach die Blattgelatine raus, tropfen sie leicht ab und lösen sie in der warmen Masse. Jetzt gießen wir noch unsere weiße Schokolade dazu und rühren diese Masse in kaltem Wasser noch etwas kälter, dass sie nur noch handwarm ist. Da sieht man schon, dass außen Schokolade auch leicht anzieht. So. Inzwischen haben wir die Sahne steif geschlagen und geben Sie sogar zwei bis drei Etappen. Und keine Panik, das heißt immer vorsichtig unterheben. Ja, weil wenn man nicht zu stark rührt, dann kann man ruhig hier so einen Schneebesen nehmen. Geht es einfacher als mit einem Spachtel. Und fertig ist unser Mousse. Das kann man jetzt entweder in schöne Cocktailschalen füllen oder in Dessertförmchen, die man dann später stürzen möchte. In eine große Schüssel, wo man dann mit einem kleinen Eis portionäre Kugeln rausholt. Was wir machen, wir nehmen einen Spritzbeutel. Wenn Sie so einen nicht haben, können Sie auch einen großen Gefrierbeutel nehmen. Hauptsache, Sie haben eine Ecke. Und damit können Sie dann wunderbar dieses Mousse denn in unsere
Schokoladenkugel. Kleiner Tipp, wenn man nur zwei Hände hat und nicht drei, eine große Wasserflasche nehmen und dann kriegt man alles aus der Schüssel. So. Jetzt diesen Beutel verschließen und das Ganze in den Kühlschrank legen für mindestens 2 Stunden und dann ist es fest und fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de